Das führende Team nach den ersten beiden Geräten, nach der ersten Runde, kommt aus Japan. Hitomi Hatekada sehen wir am Boden, ebenso dann ihren Landsmann Wataru Tanigawa. Die beiden haben einen ziemlich satten Vorsprung auf Steingrubelbretter. Die werden sich, so wie es aussieht, locker für den Final qualifizieren, wo es dann bei 0 Punkten beginnt. Millimeterarbeit, da ist wirklich gerade auf der weißen Linie noch gelandet. Kein Abzug. Auf der weißen Linie bedeutet, ist im Feld drin. Hat der Kader im Ecken, im Vergleich zu den Männern oder den Frauen, keine Pause machen im Ecken. Das muss alles im Fluss laufen. Wunderbare Technik, auch da in dieser Zweieinhalbfachschraube, die Übersicht und locker den Salto vorwärts guckt. Nach dieser Zweieinhalbfachschraube. Salto gebückt als D-Sprung. Julia, ihr Schlusssprung gewesen. Schlussdiagonale von Hatekada. Bekockt. Vorne ist gut gegangen, hinten haben wir gesehen. Toni Guyan, der da Kampfrichterin ist, vorne gelupft hat, zeigt dem Chefkampfrichter an, 10. Abzug wegen dem Übertritt. Aber sonst kann man sagen, also bitte, es ist ein Genuss zum Zuschauen, wirklich. Ich meine, sie hier war bei der WM nicht mal dabei. Mai.